der 60. Caravan-Salon und es gibt ganz viele Premieren. Und hier stehen wir vor einem absoluten Brot- und Buttermodell für Concorde. Ja, der Charisma, einer der meistverkauften Concordes, die es gibt. Ja, ich grüße dich. Du bist der? Ich bin Markus Engelhardt. Ich bin der Werkleiter von Concorde Reisemobile. Markus, du wirkst noch so jung. Trotzdem bist du der Werkleiter, aber du hast viel Erfahrung. Wie lange bist du schon dabei? Bei Concorde selber bin ich seit einem Jahr. Ja. Ich bin aber vorher im Automotive-Bereich 25 Jahre unterwegs gewesen und habe dort auch operativ Geschäfte bei Zulieferanten geleitet. Ja, das ist so, denn ganz, ganz vieles geht natürlich auch, ich sag mal, darüber, dass man diese Fahrzeuge bauen kann, die ja aus Hunderten von Einzelteilen bestehen. Ihr habt ganz viele Zulieferer, macht vieles selber, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz, ohne Zulieferer wäre es wie bei allen nichts. Genau, ohne Zulieferer geht es nicht und das Fahrzeug besteht ja aus vielen Komponenten, die man gar nicht alle im Grunde genommen selber machen kann. Wir haben natürlich unsere Kernkompetenzen wie ein Chassisbau, Wandfertigung, auch Möbelbau, aber Fenster zum Beispiel, Klappen, Türenanlagen, Beschläge, das sind alles Teile, die man natürlich zukaufen muss, weil man sie auch selber gar nicht herstellen kann. Ja, frage nicht, was ist das für ein Fahrgestell darunter? Das ist ein Iveco Daily 70C mit 7,49 Tonnen. 7,49 Tonnen. Habe ich hier denn, wenn ich sag mal, ihn nicht zu voll packe, habe ich noch Zuladung? Ja klar, wir bauen unsere Fahrzeuge so, dass sie alltagstauglich und nutzbar sind. Und hier ist durchaus auch noch eine ordentliche Zuladung vorhanden. Ja, ihr habt ein ganz besonderes Designelement eingeführt. Unter anderem habe ich aber jetzt schon gelernt, ihr habt die Klappen, diese Softklappen, diese Touchklappen habt ihr schon länger. Aber so jetzt in der Masse, wie sie hier auf der Messe im Moment dargestellt werden, habe ich es noch nicht gesehen. Genau, eingeführt wurden die Klappen letztes Jahr auf dem neuen Liner, den wir vorgestellt haben. Und jetzt haben wir diese Klappen übernommen und sie praktisch in alle Modelle überführt. Unglaublich schön. Sie sind sehr schön. Sie wirken, ich sag mal, hervorragend, weil das Griffschloss halt eben fehlt. Und einzig jetzt hier auf der Klappe, wo du gerade drauf filmst, ist ein Schloss zu sehen, weil da der Gaskasten dahinter ist. Und an diesem ist es eben ja, zulassungstechnisch nicht erlaubt, dass dort eine Elektroinstallation dahinter ist. Und deswegen ist das Schloss noch dort zu sehen an der Stelle. Ja, ist obsolet, alles ist zentral verriegelt. Das Ganze geht mit einem bestimmten Punkt. Muss man den genau treffen oder wie funktioniert das? Sag mir das mal bitte. Den muss man ziemlich genau treffen. Das ist am Ende des Tages so, dass der hier druckempfindlich ist in der Mitte der Klappe. Wenn man das einmal geübt hat, dann ist man durchaus in der Lage, den Punkt auch jedes Mal treffsicher zu finden. So, ich mache mal gerade Licht an. Ihr baut natürlich wie schon immer auf Alde auf. Das ist ein tolles Heizsystem. Damit kann man sogar noch größere Fahrzeuge beheizen, aber das ist optimal für das Fahrzeug. Das ist optimal für das Fahrzeug. Wir haben hier alles wassergeführte Heizsysteme, wie man das eben von zu Hause auch kennt. Wir haben eine Fußbodenheizung in dem Fahrzeug. Wir haben mehrere Heizkreise, die separat und unabhängig voneinander steuerbar sind. Und darüber ist es natürlich wirklich schön möglich, das Fahrzeug nach seinen Wünschen und nach seinem Gusto in verschiedenen Bereichen so zu temperieren, dass man sich wohlfühlt. Ja, Abwasser steht drauf. Ihr habt also ganz große Rohre. Das System hier ist anders wie bei anderen Campern, vielleicht mit Doppelboden. Ich sag mal, ein richtig kleiner LKW ist unten drunter. Ihr habt keine Chemie, ich sag mal, Kassetten drunter. Meistens nicht, sage ich jetzt mal. Das ist ein Fahrzeug, mit dem ich auch mal ein halbes Jahr unterwegs sein kann. Mit dem Fahrzeug kann man durchaus ein halbes Jahr unterwegs sein. Also das kommt natürlich immer darauf an, was man mitnehmen möchte. Man muss natürlich zwischendurch entsorgen. Na klar, so große Tanks haben wir nicht. Aber rund 400 Liter Frischwasser, 320 Liter Abwasser und 230 Liter Festtank-Toilettenkapazität ist schon ordentlich und lässt einen einige Tage im Urlaub an einer Stelle verweilen und ausharren, bevor man dann zur Entsorgungsstation muss. Ja, ich habe gehört, rund 60% der Fahrzeuge sind unter 7,5 Tonnen, die ihr verkauft im Moment. Das ist immer noch ein Trend. Der C1e ist ja doch etwas einfacher zu machen als der CE. Das liegt sicherlich daran, dass viele ja diesen Führerschein auch noch haben, ne? Weil am Ende des Tages ja das Klientel jetzt nicht gerade aus Neucampern besteht, was bei uns, sage ich mal, die Fahrzeuge kauft. Wir haben natürlich auch welche dabei, die zum ersten Mal ein solches Fahrzeug erwerben, aber die meisten Kunden von uns sind Wiederholungstäter und wissen am Ende des Tages auch ganz genau, was sie wollen, wenn sie am Ende bei uns ein Fahrzeug konfigurieren. Ja, man sieht jetzt hier das Designelement. Ihr habt eine große Heckleuchte hinten drin, so ein Spoiler. Das sieht schick aus, oder? Das sieht sehr gut aus, ja. Das ist im Grunde genommen yachtähnlich. Und diese Beleuchtung hat nicht nur einen optischen Nutzen, sondern sie hat auch tatsächlich Funktionen. Wenn man also nachts auf dem Stellplatz ankommt und rangiert, dann ist es damit auch wirklich schön und einfach und ein gut ausgeleuchteter Bereich, sodass auch an dem schönen Fahrzeug dann nichts passiert.
Das geht sehr automatisch an bei der Rückfahrt? Oder? Nein, geht nicht automatisch an. Ist mit einem Schalter im Cockpit zu bedienen, relativ simpel und gekennzeichnet. Ja, powered by Iveco. Iveco bietet Fahrgestelle, die per se sehr leicht sind. Das heißt, man muss ja hier natürlich darauf achten, dass das Fahrgestell per se erstmal leicht ist, ja, damit man überhaupt die 7,49 Tonnen realisieren kann. Genau, das Fahrgestell ist also im Grunde genommen als Daily sehr, sehr leicht. Also das Coole dabei ist, dass ich sag mal, es zurzeit am Markt keine Alternativen gibt. Das heißt, also es gibt ja zurzeit, ich sag mal so Mercedes-Benz, da habe ich gelernt, ich glaube 5,5 Tonnen ist der Schluss, irgendwann mal Doppelachsen hinten. Das heißt, also man hat Tandembereifung hinten drauf. Das ist hier alles nicht der Fall. Also ich selber bin ja eingefahren, wenn die Leute kommen und sagen, naja, Iveco ist da drunter, warum nehmt ihr keinen Mercedes? Also warum nehmen wir keinen Mercedes? Einmal ist es so, dass diese ganzen Doppelachs-Fahrgestelle hinten alles Fronttriebler sind und damit hat man schon bei den hohen Gewichten auch selbst schon auf einer nassen Wiese das Problem, da wirklich durchzukommen, im Winter gar nicht von zu reden, wenn Schnee liegen sollte. Und das Fahrzeug von Mercedes ist halt einfach gar nicht bis 7,49 Tonnen auflastbar und damit wäre ein solches Fahrzeug in der 9-Meter-Klasse gar nicht realisierbar. Ja, wir schauen mal kurz hinten rein. Die Heckgarage, auch die muss groß sein. Die ist sehr tief im Moment. Das ist jetzt in Parkposition. Werden die meisten Fahrzeuge mit Luftfeder bei euch bestellt eigentlich? Die meisten Fahrzeuge sind mit Luftfederung bestellt, ja. Wir haben da die Möglichkeit, vorne die Drehschlappfeder zu nutzen und hinten eine Luftfederung einzusetzen oder eine Vierkanal-Luftfederung. Sogar mit einem Active-Air-System, was dann den Federkomfort automatisch an die Fahrbahnverhältnisse anpasst. Okay, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal schnell unterwegs bin auf der Landstraße, da wird es etwas straffer, oder? Dann wird es etwas straffer, genau. So, hier sieht man schön die Verlegung der Fußbodenheizung. Airline-Schienen habt ihr integriert. Auf Wunsch, oder? Ist eine Option, ja. Hier vorne, auch hier die Zentralverriegelung ist jetzt natürlich Standard. Habt ihr überhaupt noch Schlösser jetzt, oder ist das alles jetzt? Es ist kein Standard, das ist eine Aufpreisoption, diese Klappe, weil wir durchaus auch noch Kunden haben, die sagen, ich möchte klassisch das mit dem Schloss verschließen können. Und dem Wunsch kommen wir natürlich nach. Also das Fahrzeug ist individuell ausstatt- und konfigurierbar, sodass da jeder sein Paket für sich findet. Ja, alles läuft auf Mastervolt bei euch. Wenn du mir das mal ganz kurz zeigst, wie das hier verarbeitet ist. Na klar, sehr gerne. Denn da kann man skalieren, bis der Arzt kommt, sage ich immer. Also das heißt, ist bei 4 Batterien nicht Schluss. Man kann die wildesten Sachen damit machen. Habt ihr ja Leute, die das gut können, nehme ich an, oder? Ja, natürlich. Wir haben unsere Experten, die genau dafür ausgerüstet sind und auch wissen, was sie dort konfigurieren können. Und wir haben das System eben so aufgebaut, dass alles aus einem Guss ist. Das ist eine Technik, die im Grunde genommen auch in Behördenfahrzeugen, also Rettungswagen und Feuerwehr, verwendet wird. Ist deswegen äußerst robust und eben aufeinander abgestimmt und aus einem Guss. Aus dem Grund schon von uns zu präferieren. Ja, hier vorne, da ist, guck mal, gerade da drunter eine Druckwasserpumpe, genau, die da ist. Mach mal auf, geh da vielleicht gerade mal rein. Ja, sei so lieb. Ich zeig das mal gerade, die Garage ist sogar so groß, dass du als großer Mann problemlos reinsteigen kannst. Hier sieht man was. Was wir schön gemacht haben hier oder was wir uns überlegt haben, ist, dass wir natürlich die Zugänglichkeit aller wichtigen Komponenten haben wollen. Ach, das geht jetzt. Man kommt an die Tanks ran. Man kommt immer an die Tanks ran bei uns. Die muss man zwar nicht reinigen, aber man kann es, wenn dann doch mal der Fall sein sollte, dass irgendwie etwas umkippt. Man kommt also hier von hinten an den Tank ran. Man hat hier die Pumpe und die Filter entsprechend richtig gelegt, die Ventile für die Fahrstellung oder auch für die Entleerung der Tanks. Und alles ist so ausgerichtet, dass wir am Ende des Tages optimalen Stauraum für den Kunden generieren, trotzdem aber unsere Technik so zugänglich haben, dass man im Falle des Falles auch schnell und einfach rankommt, ohne viel demontieren zu müssen und zusätzliche Wartungsaufwendungen hat. Ja, es könnte ja theoretisch immer mal passieren, es wird mal was undicht. Ich meine, ihr prüft das natürlich auf Herz und Nieren ohne Ende. Jedes Fahrzeug ist bei uns geprüft und am Ende des Tages auch die Wasseranlage befüllt, die Heizung angefahren und einmal getestet. Aber am Ende des Tages ist so ein Fahrzeug ja nach 5 oder 10 Jahren noch nicht alt. Und da kann schon auch mal etwas kaputt gehen. Es bewegt sich auch dauernd. Ganz genau. Ja, die Tanks und so weiter. Ist das neu, dass sie jetzt zugänglich sind? Oder war das früher nicht so? Tanks sind bei uns schon immer zugänglich. Die Frage ist, wo macht man die Zugänglichkeit hin und wie kommt man und wie einfach kommt man daran? Mhm. Also eine Zugänglichkeitsmöglichkeit gab es schon immer. Bei den älteren Fahrzeugen war es so, dass die über den Innenraum erreichbar waren. Diese Luken haben wir jetzt weggelassen und eben von der Seite eine Zugänglichkeit geschaffen. Sehr schön, ja. Wenn du mal gerade... Ja, wir lassen uns mal kurz auf. Ich möchte mal gerade was zeigen. Ihr habt was Tolles, glaube ich, wenn du mal gerade hier schließt bitte und diese Klappe mal öffnest. Da habe ich was entdeckt. Da steht 0 und 1 drauf. Einmal rot, einmal grün. Du weißt natürlich, was ist. Das sieht aus wie ein Hauptschalter, ja.
Ja, das ist ein Hauptschalter. Wir haben also unsere eigenen Elektroplatinen, wo wir unsere Sicherung montieren, damit auch wir trotz der vielen Sonderbauten, die wir haben, gewisse Standards im Bereich der Elektroinstallation vollziehen können. Das ist der Pflichtschalter, der gelbe. Das ist der Pflichtschalter, genau, für die Lithium-Ionen-Batterie. Der wird automatisch angezogen und abgeschaltet vom System. Falls mal irgendwas passieren falls soll. Falls mal irgendetwas passieren sollte, genau. Ja, das ist toll. Wenn man das Fahrzeug außer Betrieb nimmt, für zum Beispiel im Winter, nicht jeder fährt durchgängig das Fahrzeug durch und er muss natürlich die Möglichkeit haben, das Fahrzeug stromlos zu machen und da auch sauber wieder ranzukommen. Sollte mal was passieren, das System ist gesichert. Ihr könnt online sogar in das MasterVolt-System rein. Wie funktioniert das in der Praxis? Wir können nicht online in das Fahrzeug rein. Wir können über eine Schnittstelle, sage ich mal, ins Fahrzeug rein. Wo wir gerade daran arbeiten, ist, dass wir auch ein System integrieren, was tatsächlich auch einen Over-the-Air-Zugriff auf das Fahrzeug ermöglicht. So, genau die Bezeichnung von dem Fahrzeug, wie heißt der? Das ist ein Charisma 910 MI. MI steht für? Steht für Mittelbett integriert. Mittelbett integriert. Jetzt bin ich ja mal ganz gespannt, was mich erwartet. Ist wahrscheinlich ein Zwei-Personen-Grundriss? Das ist jetzt ein Zwei-Personen-Grundriss. Hier ist kein Hubbett drin in der Variante mit Barversion. Für mich eine perfekte Lösung der Sitzgelegenheit. Ich zeige es mal gerade hier vorne. Ihr habt weiße Spiegel, ist natürlich sehr, sehr fliegenfreundlich. Die gibt es auch in Schwarz auf Wunsch? Die gibt es auch in Schwarz auf Wunsch, wenn man das möchte. Aber am Ende des Tages, das Auge isst mit. Und so ein Fahrzeug lässt sich auch gut reinigen. Von daher würde ich auf die weißen Spiegel nicht verzichten. Stark. So, da ist auch eine Spurverbreiterung drauf bei dem? Wir haben eine Spurverbreiterung über die Alufelgen und hinten mit Distanzscheiben. Wir haben keine breitere Achse, weil wir darauf setzen, dass wir ein Originalfahrgestell entsprechend an diesen Stellen nicht verändern, weil wir da eben wissen, dass das Fahrgestell mit seiner Robustheit, wie es eben im LKW auch läuft, den besten... Es funktioniert gut. Den besten Nutzen für den Kunden hat und am Ende des Tages auch in dieser Konstellation sollte man was sein, Unfall oder ähnliches, auch an jeder Stelle bei einer autorisierten Iveco-Werkstatt repariert werden kann. So, wenn du mal so liebes da mal aufmachst, das ist ein wichtiges Staufach, glaube ich. Interessant ist, die Fächer öffnen nach oben und bleiben sogar stehen. Das war schon immer so nach oben? Nein, die alten Klappen sind nach unten aufgegangen. Die mussten natürlich auch nicht stehen bleiben, weil sie ja unten von selber gehalten haben. Und dadurch, dass die Klappen jetzt nach oben aufgehen, müssen wir sie natürlich auch in der entsprechenden Stellung verrasten, sodass man gut und einfach an die Stauräume rankommt. Der hat eine Hubstützenanlage. Ja. Ich nehme an, das ist die manuelle Steuerung. Hier ist der Pumpenkasten. Ja. Drunter. Bei uns eben alles so eingebaut, dass man die Stauräume auch weiterhin optimal nutzen kann. Das ist vielleicht der Vorteil, den man hat, wenn man alles direkt ab Werk bestellt und nicht in der Nachrüstung irgendwo unterwegs ist, dass man im Grunde genommen auch Ecken ausnutzen kann an einem Fahrzeug, wo man später einfach unglaublich schwierig nur noch rankommt. Ja, ihr stellt selber her, das heißt, ihr baut die Fahrgestelle selber. Richtig, das ist einer unserer USPs, dass wir im Grunde genommen die einzigen auf dem Markt sind, die die Fahrgestelle selber umrüsten. Alle anderen kaufen das beim Lieferanten. Das bringt uns natürlich einiges an Flexibilität im Produktionsablauf und lässt uns auch qualitativ an einigen Stellen eben dort so einwirken, wie wir uns das vorstellen, dass ein Fahrzeug eben dann am Ende des Tages auch zum Concorde macht. So sind alle Teile, die wir im Chassisbau verwenden, verzinkt. Einige Stellen, wo wir das Fahrzeug dämmen oder wo wir Aufbauten umbauen, sind bei uns halt einfach etwas umfangreicher gemacht, weil wir eben in unserem Prozessfluss damit besser arbeiten können als jemand, der vielleicht das Fahrzeug danach nochmal transportieren muss. Das hat sich einiges geändert. Also das Modelljahr 2022 hat viele Änderungen. Es sind nicht nur die Klappen, sondern ihr habt euch viele Gedanken gemacht um viele Dinge, oder? Ja, das Fahrzeug ist im Grunde genommen vollständig neu. Die Karosse ist vom Centurion Daily übernommen und der Möbelbau ist vom Liner eben runterskaliert auf die Größe des neuen Charisma. Ziemlich cool. Ja, wichtig ist ja immer, das Gewicht dann im Auge zu behalten. Ja, wir gehen mal rein. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, denn ich habe extra zu dir gesagt, ich will noch nicht reingucken. Das ist ein Leveling-System von E&P. Ihr seid damit zufrieden? Ja, oder? Wir sind damit zufrieden, ja. Wir verbauen aber auch die Wettbewerber. Also was der Kunde möchte. Wir, je nach Kundenwunsch, genau. Ein bisschen baureihenspezifisch, weil man sich dann in der Baureihe schon darauf festlegen sollte, damit die Handgriffe auch sitzen und nicht jedes Mal was Neues auf die Mitarbeiter in der Produktion zukommt, aber wir verbauen. So, jetzt ist hier ein Teppich drin, das muss aber nicht sein. Das ist natürlich für den Messebetrieb optimal vom Schutz her. Wir gucken uns aber das gleich mal an. Was ist das für ein Farbton vom Holz? Die Farbe heißt Yatoba Brillant. Ist so halb-halb?
ist so ein ja, Mittelton. Keine Ahnung, ich bin da also kein Designer. Bin nicht dafür geeignet. Ich hab gesehen, dass ganz, ganz viele jetzt helles Holz haben. Das hier ist so ein, ich sag mal, nicht ganz hell, nicht ganz dunkel. Das ist nicht ganz hell, nicht ganz dunkel, ganz genau. Wir haben ja noch den Farbton Atlas Cedar, der im Grunde genommen dunkel ist und dann eine neue Farbe, Ebano Silver, die im Grunde genommen dann der hellste Farbton ist, den wir anbieten. So, und das Mittelbett, spannend. Also für mich das beste Bett, aber das mag jeder selber entscheiden. Deswegen bieten wir die verschiedenen Grundrisse an. Wir haben das auch als Längsbett-Variante in zwei Längen, 8,60 Meter oder als 8,60 Meter und als 910. Und für mich ist auch das Mittelbett die Variante meiner Wahl. Das fühlt sich an wie zu Hause. Es ist nichts anderes. Du kannst seitlich einsteigen, den Popo fallen lassen, einfach, man muss nicht hochklettern. Das ist, hat auch den Vorteil, ich habe auch etwas mehr Staufächer mit drin. Es wird aber nicht so oft gekauft. Ich glaube, Längsbetten als Wiese läuft oft, oder, bei euch? Nee, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Also ich glaube, das nimmt sich nichts. Nee. Genau, wir gehen mal kurz rein. Stehhöhe, ich bin 1,83. Ich passe genau rein. Ich habe jetzt hohe Schuhe an. Ich schätze mal, so 1,85 Meter kann man hier stehen, hier drin, oder? Das kann durchaus sein. Das haben wir noch nicht probiert und ausgemessen. Also diese Daten habe ich gar nicht im Kopf. Wenn du mal so die bis da mal aufmachst, hinten rechts. Sehr gerne. Mal schauen, was da was alles so kommt. Da habe ich ein kleines Schränkchen, eigentlich ein Nachtschränkchen, wenn man will. Genau. Wie man das so kennt. Dann habe ich Ablagefächer drunter. Ablagefächer mit USB und Steckdose. Und hier oben eben noch die tiefen Staufächer. Wenn man da zum Beispiel sagt, ich möchte gerne einen Entfall der Staufächer, geht das? Ist das möglich? Das würde aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Nee. Macht keinen Sinn. Nee. Wenn einer sagt, ich möchte gerne zum Beispiel aufrecht drin sitzen zum Lesen oder so. Aber theoretisch würde es gehen, wenn einer sagt, ich will keine. Das kann man im Sonderbau anfragen. Also das wäre durchaus einfach möglich. Einfach fragen mal. Einfach fragen, ganz genau. Also das haben wir relativ häufig, dass Kunden Ideen haben. Die sind nicht alle immer umsetzbar, aber die Rückmeldung geben wir da natürlich auch gerne. Riesen Kleiderschrank. Das ist auch wichtig. Ihr habt zwei. Wie viele Kleiderschränke habt ihr hier in dem Fahrzeug insgesamt? Wir haben einen großen Kleiderschrank und mehrere kleine Möglichkeiten. Und wir unterscheiden dort immer, dass wir einen großen Schrank haben, wo wir was hängen können. Mhm. Und dann eben mehrere kleine Schränke haben, wo wir dann zum Beispiel auch gelegte Kleidungsstücke reinpacken können. Ich verstehe. Und hier? Hier haben wir auch nochmal den Raum optimal ausgenutzt und im Grunde genommen unter dem TV-Board auch nochmal ein Fach gemacht, wo man, ich sag mal, Gürtel oder Socken oder was auch immer reintun kann. Auch ja, ihr habt die Integration des etwas größeren Modells. Was ist das hier? 32? Oder? Das ist 32 Zoll. 32 Zoll mit der ordentlichen Soundanlage. Das ist bemerkenswert. Also viele Reisemobilhersteller haben, glaube ich, das noch nicht so richtig drauf, guten Sound zu machen, oder? Ja, das ist etwas, wo wir auch Wert drauf legen. Das Fahrzeug soll am Ende des Tages ja uns begeistern, wenn wir im Urlaub sind und dann nicht durch spinstigen Sound am Ende des Tages uns dort, ja, die Zeit versauen. So ist es ja. Die Klimaanlage hier, man kann zwei Klimaanlagen haben auf Wunsch, geht das? Man kann zwei Klimaanlagen haben auf Wunsch, ja. Ganz genau. Sehr schön. Ja, das ist der große Kleiderschrank. Dazu muss ich wahrscheinlich... Der große Kleiderschrank. Interessant wäre nochmal hier in der Variante mit dem Mittelbett, dass du stehst gerade drauf, wie hier zwei große Fächer nochmal in den Boden eingebracht haben, aha, um wirklich den Raum optimal auszunutzen. Die stehen auch alleine? Die stehen auch alleine, ja. Die Klappen meinst du, ne? Genau. Das haben wir also rechts und links. Und das gleiche Idem auf der anderen Seite. Strandtücher oder ja, zeig mal bitte. Oder auch Schmutzwäsche reinmachen kann. Auch Schuhe könnte man problemlos verstauen. Aber schön hier. Auch hier die Ablage finde ich toll, hier an der Seite. Jeweils. Ja. Das ist da Fernbedienung, genau. Egal was hinlegen kannst. Fernbedienung kann dahin, das Handy kann dahin, Buch kann dahin, das iPad kann dahin. Deswegen auch die USB-Steckdose und Steckdose dort direkt in der Nähe, sodass man da nicht lange suchen muss und alles, ich sag mal, in der Greifnähe hat. Ja, interessant auch das Lichtkonzept. Jetzt hat man hier Putzlicht drin für die Messe. Das ist natürlich immer ein bisschen schade, weil das Lichtkonzept, ihr habt viel Licht, oder? Wir haben viel Licht. Wir haben einmal die Dachluken, die natürlich natürliches Tageslicht hereinlassen. Und wir haben dann ansonsten zweistufig indirekte Beleuchtung und dann eine dimmbare Hauptbeleuchtung, die auch die Möglichkeit bietet, dass man hier auch was suchen kann oder im Grunde genommen so hell macht, dass man auch im Dunkeln dann was findet, aber auch eben ein Lichtkonzept bietet, was dann auch einen Wohncharakter darstellen kann. Viele haben jetzt Bussysteme schon im Einsatz. Habt ihr das auch schon in anderen Fahrzeugen? Wir haben es im Einsatz. Im Centurion ist im Grunde genommen das Bussystem in der Serie und beim Charisma verzichtet man ganz bewusst darauf und hat im Grunde genommen dort harte Schalter und kein Bussystem, was am Ende des Tages den Unterschied oder den größten Unterschied zwischen Charisma und dem Centurion aus.
Und natürlich auch die Größe fast, oder? Oder ist ja, es gibt ja den Centurion auch auf dem Daily. Gibt's auch. Gibt's auch, ganz genau. Das ist im Grunde genommen ein ähnlicher Grundriss. Also technisch, das ist nochmal eine Stufe höher dann? Das ist es ist ausstattungstechnisch eine Stufe höher. Das ist, kennt man aus dem Pkw-Bereich auch. Am Ende des Tages ist das Gute immer des besseren Feind. Oder nee, das Bessere des Guten. Am Ende des Tages kann man ja bei uns die Fahrzeuge von ich sag mal, einer sehr guten Ausstattung bis sehr guten Ausstattung hochstellen. Ich muss mal schauen, ist das hier jetzt schon der Passat oder ist das schon der Phaeton? Okay, Spaß beiseite. Ich guck mal gerade. Größe, du bist wie groß bist du? Ich bin 1,88. Warte, ich zeig's mal gerade. 1,88, trotzdem, wenn du mal gerade mit der Hand mal drüber fährst. Ja, ihr habt ja Aufbauten hier, drüber. Genau, also wir haben den Aufbau hoch genug, sodass auch großgewachsene Menschen hier sehr gut stehen können. Was schön ist, das Raumklima ist sehr trocken. Das heißt, der Schall, der wird kaum reflektiert. Überall bricht der Schall. Das heißt, also ein ganz tolles Raumklima. Wie geht der um mit der Feuchtigkeit? Wie wird die aufgenommen in so einem Raum? Weil ich habe das öfter mal gesehen, Teppiche an der Wand oder sowas. Oder hier zum Beispiel eine Decke, die das aufnehmen kann. Ja, also der Wandbelag ist im Grunde genommen jetzt nicht dafür da, dass er dort großartig Feuchtigkeit aufnehmen sollte. Natürlich kann er das in gewissem Maße. Hauptsächlich ist es eben so, dass unsere textilen Bespannungen dazu da sind, dass eben, wie du gerade gesagt hast, das Raumklima und der Schall am Ende des Tages auch vernünftig sind. Das heißt, es ist leise im Fahrzeug, man hört nicht so viel von außen, aber auch drin ist es kein halliges Gefühl, wenn man jetzt ein Fernsehgerät oder ein Radio anmacht oder sich selbst auch einfach nur unterhält. Das merke ich hier, weil hier ist ja gar nichts drin und trotzdem hat man einen guten Sound. So, ich gehe mal kurz rein. Du bleibst bitte mal kurz da. Den Raum werden wir uns gleich mal anschauen. Wir bleiben mal bei Details. Was ist hier zu sehen? Ja, ich habe hier noch zwei schöne Staufächer im Fahrzeug, die uns die Möglichkeit bieten, hier auch schön zu laden und auch ordentlich was reinzubekommen. Das ist sehr tief, wenn du mal gerade mit der Hand reingreifst, dass man mal sieht, also wirklich, da geht es tief rein. Das wären zum Beispiel tolle Fächer auch für Schuhe, für was weiß ich, kann man reinmachen. Handtücher, was auch immer man dort reinmachen kann. Früher, also im Vorgängermodell, hatten wir diesen Bereich aus der Garage zugänglich und haben aber festgestellt, dass man diesen Raum einfach nicht so gut beladen kann und deswegen haben wir das jetzt hier geändert und in den Innenraum verlegt. Und auch hier haben wir nochmal eine große Schublade, die uns eben die Möglichkeit... Boah, die geht auch tief raus. Auch nochmal wirklich alles reinzubekommen. Also für mich ist das hier ein absoluter Traumgrundriss mit wahnsinnigen Zuladungen, Möglichkeiten und Platz. Es ist wirklich so. Das heißt, also ich habe hier eine Tonne Zuladung, wenn ich will. Also wenn ich jetzt nicht alles ankreuze auf der Liste. Nee, habe ich nicht. Ja, kommt bei uns sehr, sehr stark auf die Ausstattungsdetails an. Also man kann das Fahrzeug ja mit Gastank, mit Gasgenerator, mit Hubstützenanlage, mit zwei Klimaanlagen und so weiter. Das wiegt alles, ne? Ist bei uns im Konfigurator alles hinterlegt, sodass man also eine pauschale Aussage, wie viel Zuladung man hier hat, einfach nicht treffen kann. Das heißt, ihr habt das bei der Konfiguration, seht ihr schon, wie schwer das Gewicht ist von dem Fahrzeug. Wichtig ist auch Vorderachse, darf nicht überladen werden, ganz wichtige Dinge, gerade beim Daily. Ja, genau. Ja. Das ist wichtig beim Daily, das sind auch unsere Grundrisse am Ende des Tages so darauf ausgerichtet, dass sie funktionieren und dort achten wir im Konfigurator schon peinlichst genau drauf. Ja, ich mag das Waschbecken, denn das sieht so aus, als ob es sich fast von selbst reinigt durch den Winkel und es läuft alles in die Mitte ab, ja, und da hat man gelernt, auch das mit dem Silber ist schön, ist das Serie oder kann ich es wählen? Nee, das ist Serie hier in dem Fahrzeug. Okay. Sehr schön. Wo liege ich ungefähr bei dem Auto? Weißt du es? Pi mal Daumen? Nee. Nein, bei der Ausstattung habe ich jetzt noch nicht. Ist nicht schlimm. Nicht Dusche? Das ist eine Regendusche. Ist das eine Option? Oder? Die Regendusche ist Option im Charisma. Und wer sie nicht wählt, hat also am Ende des Tages nur die Handbrause. Und ja, ich würde sie nehmen. Also es ist, ich würde sie auch nehmen. Es macht Spaß. Ich habe gehört, dass Frauen, die ohne Haare waschen, duschen, dann doch lieber die Handbrause nehmen. Gut, man hat ja beides. Ich kann also verstehen, dass man das vielleicht auch als Option einfach weglässt. Ja, der Kleiderschrank hat mir den schon aufgemacht. Ich überlege gerade. Ich bin gar nicht sicher, aber wir können es ja auch gucken mal rein. Nee, hat man nicht. Der ist, ich glaube, zentrales Element. Ich kann ja gar nicht genug Kleiderschränke haben. Habt ihr eigentlich einen Grundriss, der ein bisschen länger ist mit drei Schränken? Gibt es sowas? Nein. Der 910 auf dem Daily ist das größte Fahrzeug. Länge, was hat er? Ist, glaube ich, 9 Meter und ein bisschen über 9,20 Meter. Ich glaube, wenn es viel länger wird, dann wird es auch wieder schwerer. Dann wäre es einfach auf einem Daily nicht mehr realisierbar. Das heißt, wenn du dort mehr Bedarf an Schränken hast, dann solltest du in die Liner-Klasse wechseln, wo wir dann
ja, gewichtstechnisch keine Probleme. So, die Toilette, das war eine große Herausforderung in diesem Jahr. Ihr habt diverse Hersteller, sage ich jetzt mal. Die ist gut? Alle Toiletten erfüllen ihren Zweck, sage ich einfach mal so. Die Tecma-Toilette hat uns bisher auch, ich sag mal, von der Funktion her überzeugt, weil die Pumpeneinheit sehr leise funktioniert. Ja, die ist sehr laut von Dometic, die Seamaster, glaube ich, heißt sie. Wenn du drauf drückst, wird der Nachbar auch wach. Ja, das ist so, wenn er einen leichten Schlaf hat. Wenn er einen leichten Schlaf hat, ja. Ja, muss man sagen. Aber das ist alles. War das Thema Toilette eine Herausforderung dieses Jahr? Du hast es angesprochen. Wir Lieferzeiten, haben oder? Deutliche Lieferzeitenprobleme und Verzüge gehabt, was uns dazu geführt hat, dass wir teilweise sogar die Produktion stoppen mussten aufgrund von Fehlteilen und fehlenden Toiletten. Bitte mach mal auf hier drunter. Ja, das interessiert viele, die, wo jeder seinen eigenen Bereich hat. Danke. Vielleicht mal gerade drunter. Ja, drunter sind zwei große Auszüge, die keine Unterteilung haben. Okay. So dass auch ein Föhn oder ein Dyson, egal ja, was passt rein. Ganz genau. Sehr schön. Dann hier, da habe ich gesehen, da habt ihr viele Schränke. Unter anderem habt ihr sogar den Spiegelschrank sogar innen mit Spiegel. Genau. Stimmt. Ah, das ist, glaube ich, auch eine Neuheit. Das ist eine richtige Heizung, gell, die wir hier sehen. Das ist eine Heizung, die in die Wand integriert ist. Wir hatten die früher in den Modellen aufgesetzt als Heizkörper und mittlerweile verlegen wir die Schlangen der Heizung direkt in die Wand hinein, sodass dann dieser Bereich hier, wo wir die HPL drauf haben, beheizt ist. Ja, lässt sich natürlich viel leichter reinigen, wie die anderen Sachen, gerade hier in dem Toilettenbereich. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber da waren immer so die, habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Dann bitte hier mal öffnen. Ach, auch innen der Spiegel. Das, ja, genau. Innen der Spiegel, zwei große Staufächer nochmal, wo auch wirklich alles reingeht, was man sich so vorstellen mag. Und ein kleines hier. An der Seite auch nochmal ein Fach, wo man dann vielleicht nochmal. So, dann kannst du hier schließen, jeweils einmal zum, ich glaube, Schlafbereich geht zu, genau, oder? Zum Schlafbereich haben wir eine Tür und hier zum Wohnbereich haben wir auch nochmal eine Tür, sodass man diesen Badbereich, der hier als Raumbad ausgeführt ist, auch durchaus, wenn man hier vom Duschen kommt, auf dem Stellplatz in Betrieb ist, auch natürlich so abschließen kann, dass man hier alleine ist. Mach mal zu, bitte. Sag mal sehr so lieb. Gerne. Ich will, also nicht, dass ich loswerden will, aber... Ja, alles gut, ich komme ja auch wieder raus. Achso. Da ist er. Prima. So, und das ist dann die Tür. Auf Wunsch auch mit Spiegel, wenn man das möchte? Wir haben serienmäßig den Spiegel von innen, ja, der natürlich dann aus dem anderen Bereich zu sehen ist. Du kannst ja nochmal reingehen, dann sperre ich dich vielleicht nochmal ein. Bitte sperr mich ein. Das wollte ich schon immer mal. Hallo, herzlich willkommen. Im Charisma, Bezeichnung? 910 MI. 910 MI. So, die Küche, auch da streiten sich die Geister. Also ich bräuchte sie so klein wie irgendwie möglich, weil ich oft nur Sachen in der Mikrowelle oder im Slash-Grill erhitze. Da habt ihr hier ein Kombigerät drin, was ich auch habe. Sehr praktisch, finde ich. Also es muss nicht immer der Gasgrill sein, oder? Ja, also wir haben beides in der Option. Wir haben einmal den Kompressorkühlschrank, der dann in der Kombination mit der Mikrowelle und Grill zu haben ist. Und wenn man klassisch den Absorberkühlschrank wählt, dann ist es eben so, dass darüber logischerweise dann auch ein Gasgrill sitzt. Sehr schön, aber hier Küche ist jetzt so vom Rankommen auch für kleinere Personen natürlich toll. Da gibt es eine Einbuchtung. Dann auch hier ganz, ganz massive Griffe vorne dran. Sind die auch zu wählen, die Griffe, oder sind die fix? Nein, da haben wir einen fixen Griff, den wir da haben. Wenn man jetzt da unbedingt seinen Spezialgriff haben möchte, dann wird das sicherlich das Letzte sein, was wir ablehnen werden. Aber, okay. Aber der sieht auch schick aus. Hier matt gebürstet. Ach, die gute alte Fischer und Paykel. Aus, ich glaube, aus Neuseeland oder wo kommt die her? Genau, richtig. Ja, ich habe dieselbe. Übrigens, bitte zumachen und verriegeln. Denn das ist ein Element, wenn es rausfliegt, es hält nicht alle Gehkräfte aus. Ja, das hast du da einschlägige Erfahrung? Ne? Ja, es gibt so ein kleines Kunststoffteil, das bricht dann raus an der rechten Seite. Sie geht dann immer noch, aber den Tag wird man so schnell nicht vergessen. Genau. Und es ist eine ganz tolle Spülmaschine. Also wirklich. Der große Vorteil dieser Maschine ist, dass sie ja aus dem Bootsbereich kommt und sie ja eben auch während der Fahrt benutzt werden kann oder wenn das Fahrzeug schräg steht. Habe ich schon probiert. Und was auch, ja, funktioniert ganz hervorragend. Was auch ganz toll ist, wenn du gerade nochmal öffnest. Also viele Leute wissen nicht, ich benutze die Spülmaschine tatsächlich auch als
ich sag mal so, das ist so ein Hin und Her. Also ich habe das frische Geschirr drin, wenn es gespült ist, dann entnehme ich das, wenn ich es brauche und fülle sie anschließend dann so voll, wie es irgendwie geht. Das heißt, man darf durchaus auch ein bisschen mehr Geschirr mitnehmen. Das kommt vielen ja auch zugute, die dann sagen, ich habe nicht nur ein Messer und eine Gabel dabei aus Gewichtsgründen, sondern man darf auch ein bisschen mehr mitnehmen, ja. Also vom Platz haben wir sowieso die Möglichkeit, dass man hier, ich sag mal, ordentlich sein Geschirr mitnimmt. Also ich habe tatsächlich während der Fahrt mein Geschirr in den Schränken verstaut und die Geschirrspülmaschine hat für mich natürlich den Vorteil, dass wenn man irgendwo jetzt gefrühstückt hat oder unterwegs ist, dann hat man sofort aufgeräumt, alles aus den Füßen, sage ich einfach mal. Ja, absolut. Und kann dann nach drei Tagen dann den Spüler einfach anmachen und kann sofort das Geschirr wieder wegräumen. Die Kaffeemaschine, wo findest du die? Kaffeemaschine ist hier auf dem Board. Das Board ist optional auch herausnehmbar. Okay. So dass man also für alle, die eine größere Maschine vielleicht daneben stellen möchten oder dieses Board nicht brauchen, nicht langwierig irgendwie über Sonderanfragen oder Demontagen arbeiten muss, sondern wir das einfach hier direkt herausnehmen können. Ja, du bist jetzt ein Jahr dabei. Concorde, was spricht für Concorde? Was würdest du sagen, was sind so die echt herausragenden Eigenschaften in dem Segment? Was spricht für Concorde? Ich bin ja seit einem Jahr jetzt hier fest angestellt bei Concorde, habe vorher das Messeteam seit 2015 betreut und mich dann... Du kennst Concorde? Ich kenne Concorde schon sehr lange und bin tatsächlich auch als Kunde im Grunde genommen dazu gekommen und habe mich in der Zeit, wo ich 2014 mich für ein Fahrzeug entschieden habe, sehr lange mit der Materie der Liner-Klasse beschäftigt und am Ende des Tages war für mich und ist für mich Concorde das Maß der Dinge, was Ausstattung, ausgereifte Technik und ja auch modernes und ansprechendes Design angeht. Denn das Auge ist ja auch mit. Ja, das Kampf, der Kampf ist natürlich der Verfügbarkeit, ganz wichtiges Thema. Wenn du mal gerade hier vorne öffnest, bitte. Ihr macht das selber hier, diese ich sag mal, Oberflächen der und Möbelbau, so weiter, Möbelbau? Nein, das ist natürlich ein zugekauftes Element, also es ist ein Korean. Was wir beziehen und dann natürlich verarbeiten. Den Möbelbau machen wir selbst. Den macht ihr selbst. So, alles was rund ist, habe ich gehört, ist immer teuer. Stimmt das? Alles was rund ist, ist teuer. Alles was rund ist, ist auch nicht ganz einfach. Okay. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch wesentlich simpler und auch wesentlich günstiger, so einen eckigen Kasten zu bauen. Und das ist genau der Punkt, der es vielleicht ausmacht. Die meisten Kunden können gar nicht beschreiben, was am Fahrzeug sie so begeistert. Aber es ist wahrscheinlich das Abgestimmte und aufeinander... Ja, passende Interieur, was harmonisch im Grunde genommen inklusive der von dir eben angesprochenen Steuerung über verschiedene Ambiente, Lichter und Farb- und Formengebung dazu führt, dass man sich hier einfach wohlfühlt. Stark. So, bitte einmal öffnen oben. Jetzt mal reinschauen. Gut, das wäre jetzt für Teller zum Beispiel. Das wäre für Teller zum Beispiel, wobei die Schränke sich nicht unbedingt unterscheiden. Hier haben wir jetzt die Variante, wo der Fernseher dahinter ist, deswegen ist das von der Tiefe hier eingeschränkt. Dafür auf der anderen Seite dann entsprechend tiefer. Irgendwo muss der Fernseher hin. Sag mal, Aufbaubreite 2,50, gibt es sowas bei euch? Aufbaubreite 2,50 ist machbar, aber nicht mehr in der Klasse bis 7,49 Tonnen. Okay. Da sind wir zuladungstechnisch einfach so weit eingeschränkt, dass wir für uns entschieden haben, das macht keinen Sinn. Mhm. Und wir wollen keine Mogelpackung verkaufen, wo man suggeriert, noch mehr Platz zu haben und am Ende des Tages dann mit der Zuladung überhaupt nicht mehr hinkommt. Schönes hier Entfall-Hubbett, macht richtig viel Raum. Ja, macht richtig viel Raum. Auch die Stehhöhe durchgängig bis vorne ist natürlich etwas, was optisch die Blickachse so weit vergrößert, dass man hier denkt, das ist wirklich ein ganz anderes Fahrzeug, wenn man es mit und ohne Hubbett. Sollte man sich wirklich gut überlegen. Das heißt also, wenn man das hier sieht, wie viel mehr Raum man gewinnt ohne Hubbett. Gut, der Vorteil ist natürlich, du hast eine Option mehr mit Hubbett. Auch wenn jemand zum Beispiel nicht zusammenschlafen möchte, gibt es ja auch. Ja, das gibt es die Variante noch. Und die wird ja auch wirklich 50-50 in der Ausstattung gewählt. Also es gibt Freunde des Hubbettes und eben Kunden, die es ohne haben möchten. Vorteil hier bei uns durch den hohen Aufbau, den wir generiert haben, ist, dass das Hubbett nicht ganz so massiv im Innenraum wirkt, weil ja durch den Baldachin 5 cm der Hubbett-Mechanik oder des Bettes an sich dann auch hinter dem Baldachin verschwinden, der dann vorne natürlich entfällt. So, wir kommen gleich mal hier drauf. Das ist eine Bar-Sitzgruppe. Genau. Warum auch immer die Bar heißt, aber... Ich weiß nicht, warum sie Bar-Version heißt, aber am Ende des Tages ist es meine Lieblingssitzgruppe. Ich habe, als ich das erste Mal so ein Fahrzeug betreten habe, mit der Sitzgruppe sofort gewusst, das ist meins. Und seitdem haben wir auch nur Fahrzeuge mit Bar-Version. Man kann den Fernseher links oder rechts haben? Man kann den Fernseher in dem Fahrzeug links oder rechts, also Beifahrerseite oder Fahrerseite haben oder eben an der Lederblende
vorne bei Endfall-Hubbett ist es eben auch noch die Option. Das hängt immer ein bisschen vom persönlichen Gusto ab, wo man gerne sitzen möchte und wie man ja dann gerne sitzt. Wenn einer gerne auf dem Sofa sitzt und Fernsehen schaut, dann bietet sich das auf der Beifahrerseite an. Wenn beide gerne in der, im Stuhl oder im Sessel sitzen, dann ist es eben so, dass man ihn auf die Fahrerseite machen würde. Ja, das ist nicht immer ein Cockpit. Sieht sie aus im großen LKW. Das habt ihr gut hinbekommen. Ist das neues Cockpit? Das Cockpit ist vorgestellt worden im Centurion Daily, ist im Grunde genommen übernommen worden, jetzt in den neuen Charisma und ist tatsächlich ergonomisch auf den Fahrer zugeschnitten, ist in Anleihen, sage ich mal, vom Actros übernommen. Das heißt, die Rückfahrkamera ist voll integriert, die Lautsprecher vorne aufgebaut, nicht irgendwo im Fußraum drin. Man hat einmal Privacy-Beschattung, wie ich sehe, zusätzlich nochmal ein richtiges Rollo. Genau. Das isoliert auch ein bisschen das Rollo? Das isoliert, das ist ein Aluminium-Jalousie, wie man sie auch aus dem Hausbau kennt. Und zu Hause isoliert sie ja auch. Wir haben sie halt innen und ist auch genau der Punkt, wenn man im Winter am Ende des Tages steht und die einzige Scheibe, die ja nicht doppelt verglast ist. Oder im Sommer, oder wenn vorne die Sonne drauf knallt. Weil vorne voll die Sonne drauf scheint, dann isoliert natürlich das schon Richtung Innenraum ordentlich. Hatte ich nämlich jetzt, stand ich vorne und da habe ich direkt mal ein Netz von außen gespannt, damit die Sonne erst gar nicht reinkommt. Das ist cool. Ja, ich habe viele Schalter. Was mir gut gefällt, ist hier, ich sag mal, die Integration vieler Taster oder das Alpine. Das sieht aus wie aus einem Guss, nichts ist irgendwie aufgebaut. Auch finde ich die Zuwendung des Navis zum Fahrer, das ist auch, du guckst da nicht rechts runter zum Navi, sondern es ist immer wieder bei dir. Also es genau, also es gibt ja das ein oder andere Mal die Idee, dass man sagt, der Beifahrer möchte auch unbedingt das Navi bedienen. Das kommt aber eigentlich aus der Zeit heraus, wo das für den Fahrer auch unmöglich war, so ein Gerät zu bedienen. Und das haben wir hiermit eigentlich umgangen. Das heißt, wenn man sich ein bisschen damit auskennt und weiß, auf welche Knöpfe man am Ende des Tages drücken muss, dann sind sie ja so gut zugänglich, dass es überhaupt kein Problem ist, die auch als Fahrer zu bedienen. Abnehmbares Lenkrad mit Multifunktionsfunktionen, das ist auch neu. Dann habt ihr Schalter an gut zugänglichen Stellen, wo auch der Beifahrer rankommen muss. Das ist auch neu beim Cockpit. Ich finde es gut, ich habe es noch nicht gesehen. Die Spiegel sind klein, relativ klein, sage ich jetzt mal. Klar, du guckst jetzt ganz auf Hunderte, sagst, sie sind groß, aber sie erfüllen alle Funktionen. Also der, sie erfüllen alle Funktionen, ja. Also ich finde sie auch nicht klein. Also nee, ich gebe dir recht, ja. Bloß cool. Ist so ein kleiner LKW, kann man schon sagen, oder? Ein LKW-Chassis, ja. So, jetzt gucken wir mal von hier aus in den Raum rein. Da sieht man mal, wie der sich öffnet. Blickachse einmal von hinten bis nach vorne durchgehend. Das schafft auch wieder Raum. Das schafft Raum, ja. Die Barsitzgruppe, der Tisch ist freistehend. Hält er was aus? Ja, also ich habe mich noch nicht drauf gestellt und auch nicht drauf gesetzt, aber er hält was aus. Der hat wahrscheinlich so eine Stahlkonstruktion. Das ist eine Stahlkonstruktion, die an der Wand festgeschraubt ist, ganz genau. Und ist hier auch, wenn man dann im Betrieb ist und etwas essen möchte, so erweiterbar, sodass man im Grunde genommen von allen Stellen, von jedem Sitzplatz aus auch entsprechend gut essen kann. Ja, da vorne steht der Carver mit PKW-Garage, der drin ist. Wenn jetzt die Kunden das sehen und möchten ihr Fahrzeug mitnehmen, das ist ja der Wunsch vieler Menschen, die hängen das dann vielleicht hinten dran und so weiter, aber da muss man dann noch mehr aufs Gewicht achten, oder wenn ein Auto hinten drin ist? Genau, wenn das Auto hinten drin ist, dann muss man natürlich sehr stark aufs Gewicht achten und muss auch teilweise vielleicht Extras bestellen, die man in einer normalen Ausstattung gar nicht bräuchte, also reden wir über Lithium. Ionenbatterien zum Beispiel, die bei gleicher Leistung wesentlich leichter sind. Das fällt natürlich in so einem Fahrzeug dann auf jeden Fall ins Gewicht, beziehungsweise eben nicht ins Gewicht, sodass man aber in einer Basisausstattung oder einem Charisma, der jetzt keine PKW-Garage hat, doch durchaus auf so eine Option verzichten kann. Haben die eine Funktion, die Sitze hier, die da sind? Die Sitze haben die Funktion, dass man darauf sitzen kann. Aber das ist das keine Lümmelfunktion? Das sind keine ausziehbaren Sitze und so weiter. Das sind auch so diese kleinen und feinen Details, die dann im Centurion zum Beispiel verfügbar oder serienmäßig sind. Mhm. Und so grenzt sich das Fahrzeug eben ab. Ihr habt ja Leder drin. Ihr habt ein Kühlfach für die Getränke? Nein. Gott, hier vorne sieht man es. Ja, schön. Ich bin ganz angetan. Also die Optik habt ihr komplett verändert hier vorne. Vor wie vielen Jahren wurde die Front verändert oder ist das gerade erst geschehen? Das ist für den Charisma gerade erst geschehen. Mhm. Und ansonsten ist es 2 Jahre her. 2 Jahre her. Komm, wir gehen mal raus. Sehr gern. Dann haben wir noch einige Fahrzeuge vor uns. Ja, Werkleiter bedeutet natürlich, dass man
in der heutigen Zeit dann nicht so ganz unbeschwert ins Wochenende geht, oder? Ja, also die Teileverfügbarkeit ist da wirklich das Allerwichtigste gewesen dieses Jahr, was uns vor große Herausforderungen gestellt hat. Und jetzt zeige ich nochmal die Front, wie sie da ist. Auch hier habt ihr natürlich Designer am Werk. Das Ganze soll ja, ich sag mal, atemberaubend aussehen. Ist euch das gelungen? Ich sage ja. Cool. Echter Hingucker. Muss ja auch dazu sagen, ist nicht das typische Campingplatzfahrzeug. Da gibt es ja eine eigene Kultur mittlerweile auf Stellplätzen, die sich treffen, auch mal auf dem Campingplatz. Du selbst fährst auch ein? Ja, ich selbst fahre auch. Charisma. Auch schon vorher, bevor du ja... Bevor ich angefangen habe. Genau. Das ist so, wie bist du dazu gekommen zu einem Hobby? Wir sind eigentlich klassisch übers Wohnwagenfahren da hingekommen. Früher mal mit dem Kastenwagen und dann eben zum Wohnwagen mit Kind. Und dann war der Wunsch, da ein Reisemobil zu fahren. Und dann haben wir uns da ganz klassisch hochgearbeitet. Von kleineren Mobilen bis zum Concorde, den wir dann 2015 erworben haben. Ja, jetzt kannst du ja mit deiner Ausbildung, könntest ja überall anfangen. Ich sag mal, so Leute sind ja extrem gesucht, Automotive, die das können und so weiter. Aber ich sag mal, es hat denn direkt gepasst für dich? Das hat direkt gepasst. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und bin ganz froh und stolz, dass ich hier das Team von Concorde unterstützen kann. Ich habe auch eine tolle Mannschaft, die im Hintergrund für mich und mit mir gemeinsam arbeitet. So, erstes Video, toll, hast du klasse gemacht. Ich meine, ich habe vorher gefragt, du warst noch nie im Fernsehen, das ist so. Ich war noch nie im Fernsehen und es gab bisher keine Notwendigkeit. Okay. Und ich bin gespannt, ob es dann weitere Drehs gibt. Also von mir, du hast auf jeden Fall Applaus und ja, wir werden uns jetzt gleich den mal anschauen in einem eigenen Video. Was ist das für einer? Das ist auch der Charisma in der Variante mit Längsbetten, auch als 910 und dahinter steht dann nochmal das Modell mit 8,60 Meter. Ach, also ein bisschen kürzer. Genau, ein bisschen kürzer. Ich glaube, das wollen die Leute auch, weil man kommt denn auf mehr Plätze, oder? Da scheiden sich auch die Geister. Ne? Also ich fahre ein Fahrzeug, was 9,20 Meter lang ist und habe damit keine Probleme. Ich auch nicht. Ich komme eigentlich auch überall rein. Von daher, es gibt aber natürlich auch Menschen, die in ganz speziellen Regionen, vielleicht Süditalien, unterwegs sind und dort eben ganz bewusst auf ein kleineres Fahrzeug gehen. Haben bei uns eben die Möglichkeit, auch so ein Fahrzeug zu erwerben und müssen dann auch auf keinen Komfort verzichten. Also man muss nicht von Concorde weg, bloß wenn man ein Fahrzeug möchte, was zum Beispiel auch unter 8 Meter lang ist. Und das ist dann so, Zuladung natürlich höher, weil er etwas kürzer ist? Zuladung ist etwas höher, weil das Fahrzeug etwas kürzer ist, genau. Und das muss jeder für sich eben selber abwägen, was ihm da wichtig ist. Das kommt ja auch wirklich auf die Region an, wo man hinfährt. Ne? Also wir sind zum Beispiel auch Wintercamper und für mich wär's nichts, jetzt da auf Platz zu verzichten. So wie ich es eben auch gesagt habe, wer natürlich immer am Gardasee in den verwinkelsten Ecken stehen möchte, der ist vielleicht mit einem kürzeren Fahrzeug besser aufgehoben. So ist das. Ja, heute filmen wir am Donnerstag, den 26. August 2021, die 2022er Modelle von Concorde. Ich danke dir recht herzlich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und gleich geht's weiter mit diesem Modell hier. Tschüss.